Hallo und herzlich willkommen zum 212. Let's Play von Space Engineers. Und in der letzten Folge haben wir hier ja den Bohrer ein bisschen geupdatet. Also ein paar Bohrer hier rangebohrt, wie man sieht. Und ja, dann werde ich in dieser Folge mal vollenden. Und mal gucken, ob er gut funktioniert oder ob er überhaupt nicht funktioniert. So. Kleine Stahlrohre brauchen wir denn nur noch. Aber erstmal den Rest hier ranschmeißen, den wir dabei haben. So. Nächster. Oh Mann, ich hoffe, wir kommen denn mal durch den Berg hier durch. Oder durch den Asteroiden. Und können dann endlich mal auf der anderen Seite diese ganzen Solarpanel dahin bauen. Solarzellen. So. Okay, kleine Stahlrohre holen. Produktion. Der hier hat auch keine mehr. Ne, das ist ein Träger, ja. So. Also hier mal einen Moment warten. Währenddessen kann ich eigentlich mal eben ein bisschen Uran mitnehmen. Aus unserem Reaktor hier. Für das große Schiff. Ich weiß nicht, wie viel Kilo? 15. Bin ich ja mal gespannt, wie lange diese 15 Kilo da reichen werden. Zur Not können wir immer noch nachfüllen. Kommen wir hier von hinten da noch ran? Ja. Oder? Ne. Müssen wir einmal von vorne durch. Von oben kommen wir da ja auch nicht mehr rein. Nee. Okay. Dann ist das Ding auch schon bald fertig. Von unten müssen dann nur noch Triebwerke ran. Halt hier was. Ach ja. Naja, was heißt bald fertig? Muss natürlich noch alles fertig geschweißt werden, aber vom Bauplanmäßigen jetzt her. Super, dass ich alles so freizügig gebaut habe. Großer Frachtcontainer hier. Ich hoffe, da hing jetzt nichts dran. So. Dann ist die Energie schon mal da für die Türen. Ist natürlich auch das Wichtigste. So. Ich will es lieber noch einmal ausprobieren. Das sollte klappen. Mal gucken. Ja, perfekt. Aber sie gehen trotzdem nicht anständig zu. Die geht nicht anständig zu und die hier so. Also die Türen sind irgendwie kaputt. Ich weiß auch nicht. Hat der Tobi wieder seinen Stahlkappenschuh da vergessen? Sein Arbeitsschuh. Naja. Auf jeden Fall haben wir da jetzt auch Uran drin. Das heißt, wir könnten damit mal wegfliegen oder der Trägheitsdämpfer würde jetzt schon mal funktionieren. Okay. Falls der Tobi da aus Versehen oder falls ich da den Fuß abbreche. Der Tobi soll ja nicht immer dran schuld sein. Diese Musik erinnert mich immer wieder an die drei Fragezeichen. Ich weiß auch nicht.
Hat sich ja so ähnlich angehört. Ist zwar nicht der gleiche Soundtrack, aber so von der Stimme her. So verzerrt irgendwie. Okay. Oh, nur noch zwei Bohrer zusammenschweißen, dann sind wir fertig. Endlich. Ja, okay, einen großen Reaktor werden wir hinten gleich noch anbauen müssen. Ja, der letzte Bohrer. Und wir könnten auch loslegen. Muss ich nur noch kurz die Bohrer hier auswählen. Bohrer, 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 Bohrer. Lalalala. Cockpit nicht. Blockgruppe, Bohrer. Zack. Kann eben mal alle auswählen. Dann würde unser Geschütz das ja auch nicht mehr abschießen. So. Ja, ich bin der Besitzer mit meiner Fraktion teilen. So, Gruppen. An, aus. Okay, guck mal, Energieverbrauch, das geht ja sogar noch. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und ich will mal eben den Erdsensor ausschalten, der nervt damit. So. Okay, dann hauen wir hier mal ein bisschen im Berg rein. Eieieiei. Bora, was machst du da? Also nur so zur Information, ich drück grad gar nichts. Bevor hier noch mehr kaputt geht. Warum tut dieser Bohrer so etwas? Aber der bohrt doch ganz normal. Oder können die Triebwerke das Ding nicht halten? Das wäre jetzt blöd. So, noch ein Versuch. Jetzt fliege ich mal ganz langsam einfach vorwärts. Lala. Okay, also ich glaube, das Gyroskop kann das ganze Ding einfach nicht halten. Oh, Alter, wir hauen. Ach nee, wir hauen gar nicht unten auf. Sieht immer nur so aus. Ich kann ihn hier gar nicht runterziehen. Okay, also so ganz funktionieren tut er wirklich nicht. Bevor er hier kaputt geht, lieber mal speichern. Zur Not lade ich den Spielstand wieder neu. Nicht nach oben hauen. Ich verstehe das nicht, denn... Genau. Aha. Warum tut dieser Bohrer so etwas? Hey, ich hab... Hm? Was geht denn jetzt, hä? Mano!
Jetzt mach hier anständig, Mensch. Mach den ganzen Berg kaputt. Wenn ich jetzt aussteige, ist der Bohrer wieder irgendwo anders. Guck mal hier. Sagen, mache ich hier erstmal einen Cut und ich muss gleich mal gucken, ich muss das hier erstmal beheben. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann, tschüss.